Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Episode unserer Do-It-Yourself Campervan Ausbauserie hier auf YouTube, in der wir einen Ford Transit L4 H3 zu einem Off-Grid Campervan umbauen. In der letzten Episode haben wir mit der Elektrik angefangen und zwar da die Theorie. Ich habe euch mein Schaltbild gezeigt und habe euch anhand einer Excel-Tabelle mal gezeigt, wie man seinen Stromverbrauch so berechnen kann und worauf man bei den einzelnen Komponenten vielleicht achten soll, wenn man eben sein System möglichst Off-Grid haben möchte. Ja, und damit kommen wir auch heute zur Praxis. Während ich jetzt auf meinen nicht fertigen Matratzen rumlümmel, geht es um den ganzen Kasten hier unten. Da habe ich nämlich meine ganze Elektrik eingebaut, alle Komponenten. Und weil das Video wieder mega lang geworden ist, werde ich es in zwei Videos splitten, denn irgendwann lässt natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne nach und ich will nicht wieder ein 40 Minuten Elektrovideo rausbringen. Deswegen teilen wir das Ganze ein. In diesem Video geht es um den Aufbau von diesem Kasten, wie ich das Ganze da drauf befestigt habe. Es geht um die Batterien, um den MPPT-Laderegler, es geht um den Smart Shunt Batteriecomputer. Falls euch das alles übrigens nichts sagt, also diese Begriffe, dann unbedingt nochmal ins Theorievideo schauen, wenn ihr es nicht gesehen habt, weil das setze ich so ein kleines bisschen voraus. Ich zeige euch, wie man diese Kabel hier verpresst. Was dann hier so dieser Batterietrennschalter macht und diese ganzen Sachen seht ihr in diesem Video und im nächsten Video geht es dann nochmal um zwei größere Komponenten, nämlich einmal den Wechselrichter und einmal um den Ladebooster. Und damit auf geht's, das alles nach dem Intro. So Leute, bevor ich jetzt damit starte, alle Gerätschaften zu verkabeln, zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze in dem Zwischenstadium aussieht. Wir gehen erstmal rein im Van, da sind die ersten Sachen schon mit dran. Ihr werdet jetzt hier sehen, dass meine beiden Batterien dort dran sind. Die sind entsprechend befestigt mit so Zurgurten, dass sie nicht nach oben weg können und mit so Hölzern, dass sie nicht zur Seite weg können. Dann habe ich an dem unteren Brett einmal ein Loch noch gelassen, wo gewisse Kabel, die eben an die Batterie ran müssen oder an den MPPT-Regler, dass die hier durchgehen können. Also das alles ist untere Ebene und jetzt kommt eine Ebene oben drauf. Da lege ich jetzt ein Brett oben drauf und die Verbindungen funktionieren dann von unten nach oben. Das zeige ich euch jetzt. Und da habe ich jetzt dieses Brett hier gebastelt, was dann entsprechend oben aufliegen wird. Und ihr seht hier meine ganzen Elektrokomponenten, die dann entsprechend noch gefehlt haben. Das ist einmal der Ladebooster, der ja über unsere Lichtmaschine das Fahrzeug lädt während der Fahrt. Und wir haben dieses Riesenteil hier, der Wechselrichter mit eingebauten FI-Schutzschalter. Die sind hier mit drauf. Dann haben wir den 12-Volt-Verteilerkasten. Wir haben einen Batterietrennschalter. Wir haben eine positive Sammelschiene. Hier werden alle Erzeuger, also die, die Strom erzeugen, wie zum Beispiel der Ladebooster, das Solar, die Solarpanels und die Batterien, die dann ja quasi genau unten drunter liegen. Die kommen hier alle rein. Und dann habe ich den Batterietrennschalter, das heißt, ich kann die Erzeuger von der Verbraucherseite jederzeit über diesen Batterietrennschalter trennen. So, und von den Verbrauchern, da haben wir dann entsprechend den 12-Volt-Sicherungskasten und wir haben den Wechselrichter. Und ihr seht, ich habe hier schon mal so Linien angezeichnet, damit ich auch wusste, wo dann die Sicherungsautomaten hinkommen. Denn zwischen all diesen starken Verbrauchern habe ich einen Sicherungsautomaten drin. Der hier ist für die 12 Volt, der hier ist für den Wechselrichter, der hier ist für den Ladebooster. Und wenn wir jetzt hier mal unter das Brett schauen, da ist noch ein letzter und der ist quasi, um nochmal die Batterien zu trennen, weil hier wird dann das Batteriekabel hochkommen und an die Plusseite von dem Erzeuger gehen und da wollte ich auch nochmal eine Sicherung mit drin haben. So sieht das Ganze jetzt aus, so ist es aufgebaut und auch hier seht ihr wieder, es sind noch Löcher drin, damit zum Beispiel das Erdungskabel runter kann. Hier kommen dann der Minuspol vom Solar kommt hier mit drauf, der Shunt kommt hier mit drauf. Also ich habe da überall quasi Löcher gelassen und möchte das so übersichtlich wie möglich gestalten, dass man auch später noch weiß, was man verändern kann, muss, welches Kabel wohin führt. Ja, und das würde ich sagen, schließen wir jetzt einmal an. Und dann schauen wir nach und nach, ob die Geräte funktionieren.
So, als allererstes verbinden wir jetzt unsere beiden Batterien zu einer großen Batterie. Wir verschalten die Batterie parallel, das heißt Plus zu Plus und Minus zu Minus, damit sich die Kapazität verdoppelt, aber unsere Spannung, also die 12 Volt, gleich bleiben. Man fängt immer umgekehrt an, wie wenn man sie abtrennen würde. Plus zuerst anschließen und dann Minus anschließen. So, als Kabel verwende ich hier 35 mm Kabel. Das ist das dickste, was ich bei mir hier habe. Wenn ihr das Ganze anschließt, müsst ihr beachten, dass die Batterien ungefähr denselben Ladezustand haben sollten. Denn es fließen dann natürlich Ausgleichsströme, weil die beiden Batterien versuchen sich auszugleichen. Also, dass sie dieselben Ladezustand haben. Deswegen checkt das vorher. Haben die denselben Ladezustand, könnt ihr die einfach zusammenschließen. Ansonsten würde ich eine Batterie erst aufladen oder beide voll aufladen und dann miteinander verbinden. Ich habe jetzt die beiden Plusseiten schon angeschlossen und jetzt der Minuspol ist auch schon mit dem Shunt verbunden, aber wie man hier sehen kann, die Kabel oben laufen noch ins Leere, sowohl der positive als auch der negative. So, damit sind unsere beiden Batterien verbunden und jetzt würde ich sagen, fangen wir an, den Solarladeregler anzuschließen und dann können wir auch sehen, ob unsere Batterien funktionieren, ob das funktioniert und können dann die weiteren Komponenten anschließen. Eine andere Sache noch und zwar, ihr müsst das ganze System ja auch erden. Das funktioniert im Fahrzeug ja so, dass ihr an die Karosserie geht. Das heißt, ihr sucht euch einen Punkt, wo ihr eine gute Karosserie habt und da geht ihr ran. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe ein kleines bisschen von dem Armaflex weggeschnitten, habe ein Loch reingebohrt, sodass dann gleich dieses Schräubchen hier rein kann. Und das packe ich dann dort rein und ihr müsst darauf achten, dass ihr das Ganze möglichst frei von dem Armaflex bekommt, wenn ihr es habt. Also es muss eine blanke, möglichst blanke Stelle sein. Ich werde jetzt auch noch ein kleines bisschen von der Lackierung wegkratzen, damit da wirklich guter Kontakt für die Erdung vorhanden ist. Am besten noch eine Unterlegscheibe verwenden und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Wir sind jetzt bereit, das erste Gerät einzuschalten und das ist der Solarladeregler. Ich habe den Solarladeregler, wie ihr da unten seht, einmal mit Plus und Minus bei der Batterie angeschlossen. Jetzt geht das aber nicht direkt zu den Batterien, sondern wir haben ja entsprechend die Verteiler. Das heißt, Minus geht hier, da kommt das aus, geht auf den Minusverteiler, auf die Minusverteilerschiene. Die Minusverteilerschiene hat natürlich hier auch einmal das Erdungskabel, das geht hier hinten ran und wir haben einmal das Minuskabel, was zum Shunt geht. Und das, was vom Shunt zur Batterie geht. Und beim Pluskabel sieht es genauso aus. Das Pluskabel geht dort hinten nochmal in einen Sicherungsautomaten. Vom Sicherungsautomaten hier hoch an die Plus-Sammelschiene. Die Plus-Sammelschiene ist mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Und ja, so macht das Ganze einmal Sinn. Wenn wir jetzt gleich die Sicherungsautomaten anschalten, solltet ihr sehen, wie hier Balk dann blau blinkt. Das bedeutet, dass der Solarladeregler an ist. Dann können wir die Kabel von den Solarzellen auch anschließen. So, wir schalten den ersten Sicherungsautomaten hier. Der gibt den Plusverteiler frei, also dass die Batterien überhaupt mit unserem System verbunden werden. Der ist jetzt an. Jetzt passiert natürlich noch nichts, weil wir noch den Sicherungskasten, also den Sicherungsautomaten vom PPT-Regler durchschalten müssen. Und jetzt seht ihr, es hat geblinkt, Balk blinkt, Strom ist da und jetzt können wir unsere Solarzellen anschließen. Ist soweit, wie ihr seht, ich habe die App schon laufen und jetzt werden wir noch unser Minus anschließen und dann sollten wir einen funktionierenden Solarladeregler haben, wenn überhaupt was reinkommt, ist natürlich gerade sehr bewölkt. Und wir machen schon 16 Watt. Nice. Obwohl wir 18, 19 Uhr haben, glaube ich. Und wir machen trotzdem noch Strom. Wie geil. Also ist nicht viel, ne? Aber dafür, dass 19 Uhr ist, würde ich sagen, funktioniert. Und ihr seht, unsere Batterie wird geladen. Mega geil. Hier seht ihr, 1,2 Ampere ist jetzt gerade der Ladestrom. Ist jetzt eingestellt. Das ist vielleicht noch interessant, wenn ihr das Ganze anschließt. Erst Batterie, dann PV-Anlage
Und was noch wichtig ist, hier unten gibt es ein kleines Drehrädchen. Und an dem Drehrädchen müsst ihr noch einstellen, welchen Batterietyp ihr habt. Also ich habe da jetzt auf Lithium-Ionen-Batterien umgestellt. Ja, dass ihr das nicht vergesst, dass hier unten das umgestellt werden muss. Ansonsten könnt ihr aber auch manuell in der App Dinge verstellen, wie zum Beispiel die Ladespannung. Und ja, erfolgreich, wir produzieren Strom. Auch um 18.16 Uhr noch. Nice. Ich erkläre jetzt nochmal die verschiedenen Apps, die es zu den einzelnen Komponenten gibt. Also fangen wir an. Als erstes haben wir hier natürlich unsere Batteriebank mit den 200 Ampere Stunden Lithium Batterien von Active. So, das Schöne an denen ist, auch hier kann ich eben direkt in die App gehen und kann mir anzeigen lassen, wie die Batterien geladen sind. Dazu mache ich einfach nur die App von Active auf, mache meinen Bluetooth an und er findet dann automatisch schon meine Batterien. Und wenn ich die dann öffne, kann ich mir anschauen und sehe jetzt zum Beispiel, hier haben wir 98%, Health Perfect, Status Standby und ich sehe hier auch, wie ist der aktuelle Ladestrom, wie ist die aktuelle Temperatur. Und das kann ich entsprechend für beide Batterien machen und sehe, dass auch meine andere bei 98% ist und kein Ladestrom vorhanden. So, zu dem System schalte ich jetzt dazu unsere Erzeuger. Der einzige Erzeuger, der dauerhaft läuft, ist der MPPT-Laderegler da drüben. Und jetzt sehen wir sofort in der Batterie-App, dass unsere Batterie 4,4 Ampere bekommt, 4,5, 4,7 und unsere andere Batterie wird genau dasselbe bekommen. Viel mehr können wir hier dann auch entsprechend nicht machen in dieser App. Es ist nur dafür da, dass wir mal unsere Batterie anschauen. Die zweite App kennt ihr schon, das ist nämlich die Victron Connect App und hier kann ich meine ganzen Victron Geräte sehen und da gehen wir jetzt erstmal auf unser Solarladegerät. Der MPPT Laderegler, ich habe den jetzt gerade mal abgerufen und dann sehen wir genau, wie viel Solar wir jetzt gerade machen, wie viel Strom und Spannung in unserem Solarsystem ist und wie viel dann am Ende bei unserer Batterie ankommt. Wir können uns den Verlauf anschauen, wie viel wir in den letzten Tagen produziert haben und wir können uns auch den aktuellen Trend anschauen. Das ist das, was aktuell in dieser Minute passiert. Das aktualisiert sich auch nur so lange, wie wir das Ganze direkt hier auf unserem Bildschirm sehen können. Zu den Einstellungen habe ich im Prinzip im Solarvideo schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht eine Sache noch. Ihr sollt auf jeden Fall einstellen die richtigen Absorptionsspannungen und Erhaltungsspannungen. Das findet ihr im Datenblatt eurer Batterie. Und ihr solltet einschalten, abschalten bei niedriger Temperatur. Auch die Temperatur einstellen, wo das Ganze für eure Batterien entsprechend im Datenblatt steht. Meine sind eigentlich sogar bis minus 30. Könnte ich also sogar noch niedriger einstellen hier. Ich hoffe aber, dass es hier drin nie kälter als minus 10 Grad wird. Also ich habe mir jetzt mit dem Kabelschneider einmal dieses Stück Kabel abgeschnitten. Würde euch auch empfehlen, einen Kabelschneider zu verwenden. So mit einem Cuttermesser oder so geht es wirklich, wirklich schlecht. Könnt auch Drahtschneider sonst mit dazu nehmen. Das würde auch funktionieren. Wir haben an unseren beiden Enden jeweils Kabelschuhe. Die müsst ihr immer aufpassen, dass die den richtigen Durchmesser, also den richtigen Lochdurchmesser für eure Schrauben haben, die da sind. Deswegen lohnt sich da mal so ein Set zu bestellen. Man kann zur Not auch die Sachen aufbohren, wenn es mal nicht reicht, oder größere über eine kleinere drüber machen, wenn man eine Unterlegscheibe hat. Aber man sollte immer sicher gehen, dass eben genug Kontaktfläche zwischen dem Kabelschuh und der Schraube am Ende da ist, an dem ihr das Ganze festmacht. Dann habe ich hier noch so Schrumpfschläuche, die werden dann noch über die Enden drüber gemacht. Das seht ihr dann entsprechend gleich. Zum Abisolieren kann man entweder eine Isolierzange nehmen oder wenn man keine in der passenden Kabelstärke da hat, dann geht auch einfach ein Cuttermesser. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu tief reinschneidet. Ich mache das immer so, dass ich es quasi rundherum einmal quasi reindrücke, weil dann merkt man relativ schnell, wann der Widerstand kommt. Und dann nehme ich eine Zange und dann wird das Ganze kurz hin und her bewegt. Und dann merkt man auch relativ schnell, dass das Ganze einfach runtergeht. Wenn das noch irgendwo festklemmt quasi, dann kann man das auch noch freischneiden. Aber so funktioniert das in der Regel ganz gut. Und dann muss man halt darauf achten, dass die Enden hier möglichst gerade sind, dass da keine von diesen Litzen wegstehen. Und dann nimmt man sich
den Kabelschuh. Da muss man auch wieder aufpassen, da gibt es natürlich unterschiedliche Kabelschuhe, die für gewisse Kabelquerschnitte einfach geeignet sind, dass man da den richtigen entsprechend mit hat. Jetzt hätte ich fast noch den Schrumpfschlauch vergessen. Das ist der Klassiker. Den Schrumpfschlauch muss man nämlich vorher drüber ziehen. Ich meine, ich habe jetzt noch eine andere Seite gehabt, aber dann für den zweiten. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, jetzt benutze ich eine Kabelquetsche und die... Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die haben auch unterschiedliche Größen, die man dann einstellen kann. Dann passt man das Ganze hier ein, hält das fest. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass halt die Litzen nicht irgendwie rausspringen. So, und dann wird das Ganze gequetscht. Und das kann teilweise ganz schöner Kraftakt sein. Soll aber auch so sein, es soll ja gescheit gequetscht werden. Und jetzt seht ihr, so wie hier, die Kabelquetsche ist nicht die beste. Da ist hier oben so ein bisschen Material zusammengequetscht worden. Und das kann man dann, indem man es einfach nochmal in die andere Richtung quetscht, kann man das wieder ausgleichen. Und jetzt kommt da hier auch wirklich nichts mehr runter. Das ist bombenfest. Und so, damit diese Litzen hier nicht blank liegen, hat man dann diesen Schrumpfschlauch. Den schiebt man quasi einmal drüber. Und dann erhitzt man das Ganze, zum Beispiel mit einem Feuerzeug, und dann passt sich das dann der Kontur an. So, und jetzt können wir das Kabel hier auch schon mit anschließen. Es kommt einmal da und einmal dahin. Und unser 12 Volt Sicherungskasten ist jetzt auch mit angeschlossen. Ihr solltet natürlich aufpassen, dass, wenn ihr an dem System arbeitet, dass ihr immer erstmal alles stromlos habt. Und das habe ich gewährleistet. Und zwar ist hier der Batterietrennschalter und der ist auf aus, wie ihr sehen könnt. So, nachdem wir jetzt unseren MPPT-Laderegler in Betrieb genommen haben, schauen wir jetzt mal, ob der Batteriecomputer funktioniert, also das Batteriemanagementsystem. Das hängt hier dran. Angeschlossen habe ich es ja schon und ich habe jetzt noch eine Leitung hinzugefügt, nämlich eine kleine Plusleitung. Die geht zum Pluspol unserer Batterie und versorgt diesen Batteriecomputer mit Strom, sodass er das Ganze auslesen kann. Also gibt es quasi nochmal diese kleine Leitung, die war schon in dem Paket mit dabei. Und wie bei allen Produkten von Victron Energy hat der auch eine Bluetooth-Funktion. Das heißt, wir können jetzt gleich über Smartphone schauen, ob das Ganze funktioniert. Und vor allen Dingen sehen wir dann auch hier, oder müssen wir zumindest sehen, wie Strom von unserem MPPT-Regler produziert wird und in unsere Batterien kommt. So, unseren Smart BMV, also den Shunt, der hier drüben mit angeschlossen ist, der ist quasi unser gemeinsamer Minuspol. Da sind alle Negative dran und da sehen wir jetzt auch, wie ist der Ladezustand unseres Gesamtsystems, wie ist die aktuelle Spannung, welcher Strom wird gerade produziert oder verbraucht, die Leistung. Und wir sehen auch seit der letzten Messung, wie viel Amperestunden haben wir schon verbraucht. Also von unseren 400 Ampere, die wir haben, haben wir jetzt minus 3,9 vorn verbraucht schon mal. Und dann können wir uns auch wieder den Verlauf anzeigen lassen und wir können uns die aktuellen Trends anzeigen lassen. Bei den Einstellungen müsst ihr bei der Batterie wieder schauen, wie sind eure Daten in der Batterie. Was steht da in eurem Datenblatt drin und dann könnt ihr das Ganze mit einstellen. Ne? Also die Spannung, wenn aufgeladen oder diese Sachen wie Schweifstrom oder Polkert-Experiment, das ist wirklich, geht schon tief rein. Die Standardeinstellungen sprechen da eigentlich für sich, aber wenn man eben die Möglichkeit hat, das aus dem Batteriedatenblatt zu nehmen, dann kann man das hier entsprechend manuell noch mit ändern. Die Batterien müssen einmal zu 100% aufgeladen sein und dann weiß der Shunt auch, wie viel jetzt wirklich 400 Amperestunden sind und kann das dann alles richtig berechnen. Eine Sache noch zum Smart Shunt, und zwar seht ihr hier noch diese braune Leitung. Das ist das Display und das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Bei dem Display seht ihr jetzt, da könnt ihr einmal die Anzeige machen, wie die aktuelle Batteriespannung ist. Ihr könnt euch anzeigen lassen, wie viel Ampere ihr gerade verbraucht oder erzeugt und auch die Watt, genauso wie den Amperestundenverbrauch. Und natürlich den Ladezustand eurer Batterien, 100% aktuell. Und ja, weil wir keinen Entladestrom haben, ist das Ganze bei unendlich. Wenn ich jetzt hier mal eine kleine Last dranhänge, ich habe jetzt hier einfach mal das Licht angemacht, da seht ihr 0,96 Amperestunden werden jetzt gezogen, das sind minus 14 Watt
Und wenn wir jetzt das nur als Last hier hätten, dann könnten wir noch 240 Stunden mit der Batterie arbeiten. Ja, also ihr seht, alles Mögliche könnt ihr hier auf diesem Batteriemonitor dann auch sehen. Müsst das nicht in der App machen. Cut! Und das war's soweit von diesem Video. Alles zum Ladebooster und dann zum Wechselrichter, weil es auch nochmal zwei größere Themen sind, gibt es dann im nächsten Video. Ein kleiner Nachtrag noch. Die Sicherungsautomaten, die ihr jetzt in diesem Video gesehen habt, die habe ich im nächsten Video dann ausgebaut und habe neue reingemacht. Das sind auch diese Sicherungsautomaten zum Schalten, aber von einem namhaften Hersteller und nicht die billigen von Amazon. Hintergrund ist der, die haben ausgelöst, aber die haben alle zu zeitig ausgelöst, also bei zu niedrigen Amperezahlen. Besser, als wenn sie gar nicht ausgelöst hätten, aber ja, blöd. Deswegen, aber das will ich euch jetzt gleich schon sagen, für die Leute, die das gerade aktuell gucken, die Links sind aktualisiert unten in der Videobeschreibung. Diese Sicherungsautomaten von Amazon, die waren Schrott. Kauft da lieber richtig. Denn wer billig kauft, kauft doppelt. Vor allen Dingen bei der Elektrik sollten wir nicht sparen. Das habe ich jetzt auch noch mal gemerkt. Und damit hoffe ich, dass für euch wieder ein paar interessante Infos mit dabei waren. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt sauber, wascht euch die Hände, geht raus, so gut es eben geht. Und always keep exploring. Ciao! They say, you know you're always right.